So, dann komm, wir gehen den linken Weg. Rechts müssen wir nicht lang. Rechts habe ich Gegner gesehen. Ja, eben. Halt, da ist ein Koffer. Da ist nur Kleidung drin. Ja, sein neues Outfit gefunden. Irgendwie höre ich hier lauter Gegner. Ja, lauf einfach weiter. Nichts. Das war laut. Ja, hier ist aber nichts. Zum Glück habe ich meine starke Keule, aber keine Rüstung mehr. Aber sind das Finger und Zehen, die hier hängen? Nein, das sieht nur so aus. Ich hoffe, du sagst YouTube, dass die Folge erst ab 16 ist. Ist die echt jetzt? Das Spiel ist, glaube ich, ab 16. Okay. Ich habe eine ein Katana, eine Uhr, Stoff. Eine Uhr, sagt er. Haha, hier ist eine Kiste mit 1000 Uhren. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ich kann keine Uhren mehr tragen, aber ich habe jetzt... Nein, ich habe keine Platinen, Mist. Ich kann keine Katanas mehr tragen. Der Uhr kann ich nur Sprengstoff machen. Oh, scheiße, ich habe das Feuer ausgemacht. Du kannst dir hier noch Platinen aus den kaputten Laptops holen. Das Essen sollte ich. Ich kann keine Platinen mehr tragen. Ich kann keine Leuchtfeuer mehr tragen. Okay, dann wo? Dann hebt mal ab. Ich kann auch keinen Katana mehr tragen. Wo ist das Katana? Da. Hat mehr Geschwindigkeit. Das gefällt mir besser. Ich kombiniere es. Auf. Statt der Kette. Was wolltest du gerade sagen? Wo das Leuchtfeuer ist, was du nicht mehr aufheben kannst. Auf der Bank? Hier ist nichts. Ist das nicht? Du musst es einmal. Ah, jetzt wieder. Du musst es einmal aufheben, bevor ich es aufheben kann. Ach so. Okay, also Uhren kann ich keine mehr nehmen. Hier ist doch Essen. Beide nicht. So, dann liegen hier hinten noch zwei Benzinkanister irgendwo. Okay. Tatsache. Treibstoffkanister. Füllt die Kettensäge wieder auf. Ah ja. Die liegen aber bei mir hier nicht mehr. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Hast du dich schon mal mitgenommen? Okay. Ja, aber ich habe ja das Katana, das war ja auch wieder da. Ach so. So, dann ist hier nochmal Soda drin. Ich kann kein Soda mehr nehmen. Kannst du noch welches? Ja, Sam hier. Aber wobei, ich könnte aber eins, ich sollte mal eins trinken. Ja, trink dich voll, hier ist genug Soda. So. Ja, da sind auch noch zwei Kisten bei mir mit Soda. Ja, kann man auch kaputt machen, die spawnen. Hier ist die Taschenlampe! Ja. Nice, ich habe jetzt zwei Taschenlampen. Hey, wo ist die Taschenlampe? Kaputtes Spielzeug. Ich kann Timmy Spielzeuge kombinieren und daraus Timmy Spielzeug machen. Wo ist die Taschenlampe im Inventar? Links, ganz links beim Katana. Ah, da. Ich kann sie mit Isolierbahn. Aber ich muss sie erstmal aufladen. Ich habe Batterien. Ist sie nicht voll? Weiß ich nicht. Oh, Batterie 4%. Batterie 100%. Warte mal, ist das, weil meine am Bogen dran hängt? So, ich kann sie handgemachten Bogen, Kettensäge, Steinschlosspistole und Bogen. Moderner Bogen. Aber ich kann sie nicht als Katana hängen oder sowas. Nein, das ist auch absoluter Schwachsinn.
Jetzt hast du alle Kisten kaputt gemacht. Nein, wirklich? Die verschwinden doch nachher alle. Getan. Ach, wenn wir hier das nächste Mal wieder reingehen, ist alles respawned. Echt? Ja. Cool. Was meinst du, warum ich hier ein zweites Katana hatte? Ich muss mal was essen. Okay, meine Taschenlampe ist leer. Ich mal eine getrocknete Echse. Das geht aber schnell. Ich nehme lieber wieder das Feuerzeug. Ja. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas? Und wenn du deine Taschenlampe an deinen Bogen ranmachst... Da ist noch unglaublich viel Stoff! Lol. Da ist auch noch so unglaublich viel Stoff. Nice. Kann ich die Rucksäcke kaputt machen? Nein. Wenn du an deinen Bogen deine Uhr, deine Dings dran machst, deine Lampe, ja, dann verbrauchst du von beiden Lampen. Also wenn du zwei Lampen hast, wenn du eine am Bogen hast und eine normale, dann verbrauchst du von beiden die Batterie. Toll. Allerdings wird im Bogen nicht mehr angezeigt, dass da eine Batterie dran ist. Ja. Ah ja. Deswegen habe ich halt meine komplette Batterie verschwendet. Also ich habe jetzt Sprengstoff hergestellt. Ja, nice. Was kann ich also damit meine? Machen? Ich könnte eine Kopfbombe oder klebrigen Sprengstoff herstellen. Was soll ich damit? Was soll ich machen? Oder aufheben? Aufheben einfach den Sprengsatz. So okay, wie er ist. Soll ich gleich mehrere machen? So viele wie du kannst, dann kannst du wieder Uhren einsammeln. Aber ich habe kein Isolierband mehr. So. Ich konnte jetzt insgesamt dreimal Sprengstoff machen, jetzt habe ich auch kein Isolierband mehr. Okay. Aber ich konnte wieder ein paar Uhren mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben noch knapp 10 Minuten, wir gehen wieder, oder? Ja. Vorher möchte ich mal kurz nachsehen. Ich habe 26 Stoffe, voll geil. Können wir das eigentlich abschneiden hier? Nein. Schade. Abschneiden und Seile kriegen, das wäre saugeil. Ja, du willst auch unbedingt Seile haben, wo schon mal Finger dran hängen. Du, das ist mir vollkommen egal. Man kann es entweder auswaschen oder das kleine Stück abschneiden, wo es dran hing. Und den Rest wiederverwerten. Du, das wären eh nur so eine ganz dünnen Fäden. Egal, kann man zusammenbinden zu einem fetten. Man kann ja Fäden einführen und aus Fäden kann man Seil machen. Man kann es auch lassen. Man könnte auch das Seil da abschneiden, wo die Beine hier dran hängen. Ich kann auch noch ein bisschen Pinata spielen. Ist da was noch drin? Tatsache. Gibt nur keinen Grund dazu, das zu tun. Das ist Leichenschändung. Hör bitte Leichenschändung auf. Was bist du nur für ein schrecklicher Trick, dich anhören? Du hast damit angefangen und hast mir gezeigt. Ich weiß. So. Ich hab dir auch das Baby gezeigt, was du dann töten wolltest. Du hast gesagt, ich soll's töten. Sonst greift's mich an. Ja, aber dass du dann den Kopf abhackst und als Trophäe behältst, das war nicht der Plan. Tja. So, hoch da. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ich auch. So, ich brauche noch zwei Seile. Die habe ich jetzt mit den 76 Stoff. Boah, da habe ich wieder fast keinen Stoff mehr. Und 337 Stöcke. Beim nächsten Mal müssen wir unbedingt mal... Ich habe beim nächsten Mal würde ich gerne ein Lager
Stimmen, das ich mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die da sind oder ob das einfach nur so verlassen ist wie die Zelte bei uns. Nee, das ist alles verlassen. Ja, glaube ich auch. Oberirdisch sind die eigentlich so gut wie gar nicht, außer halt immer die Horden, auf die man trifft. Oh, wir waren die ganze Nacht da unten. Ja. Cool. Jetzt das war was gegessen. Eigentlich auch der Plan, dass wir da unten die Nacht verbringen. Hier sind Gegner. Ja, dann komm einfach mit mir zum Wasser und da verfolgen wir uns nicht weiter. Ich hab ihn getötet. Oder aber so. Schnell. Jetzt ist er tot. Das ist doch ein Zahn. Das Katana ist echt geil. Ich weiß. Meine Lieblingswaffe in dem Spiel. Was meinst du, warum ich, als ich hier gejoint bin und gesehen habe, wie dicht wirklich das Katana hier bei uns ist, warum ich gleich in diese Höhle reingegangen bin? Ja, und dann hast du Höhlenverbot deswegen bekommen. Ja, und? Ich wollte auch eigentlich gar nicht ohne dich in irgendwelche Höhlen reingehen. Aber als ich diese Katana-Höhle gesehen habe... Mist. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Bleib da, bleib da. Ah, Gott sei Dank. Ich habe gerade wieder 4 Federn bekommen. Neues Tier entdeckt. Ich habe einen Hasen mit dem Katana getötet. Nice. So, hab ich. Ich habe 20 Federn. Saugeil. Baumharz bräuchte ich ein bisschen mal wieder. Da liegt. Ich glaube, das ist ein toter Hase. Ich glaube, das war Tyron. Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht. Ah, mir fällt gerade ein. Da war doch irgendwo da vorne. Waren doch. Ja! Kisten. Die hole ich mir noch eben, Tyron. Weißt du, auf dieser Insel da vorne zwischen unserer Basis und dir? Da war mal das Cockpit. Lol. Und im Cockpit war eine Leuchtpistole. Cool. Isolierband und 2 Stoffe. Hier sind schon wieder ein paar Typen. Ja, ich habe sie gehört, aber ich weiß nicht, wo genau sie sind. Ein Tennisball und Stoff. Tennisball ist immer gut. Ich habe ihn weggeworfen. Oh, na klasse. Wieso braucht man den? Damit kannst du einen Tennisverein gründen. Lol. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt nimmst du überhaupt nichts gut, oder? Doch, damit kannst du Gegner ablenken. Ah ja. Oder ihnen minimalen Schaden zufügen. Batterien, cool. Batterien und Stoffe. Okay, ich glaube, das war's hier. Jetzt habe ich insgesamt 36 Stoffe, Tyron. Was? Jetzt hier auf dieser Seite noch ein paar? Nein, ich sehe keine. Na gut. Gehen wir. Ah, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Baum sammeln. Tyron, da läuft ein Grauer auf dich zu. Also auf unser Haus. Okay. Ich habe nur einen gesehen, mit dem solltest du klarkommen. Ja, da kommt ein. Da ist ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter, ein sechster. Oh oh. Ach, Mono, das bist du. Ups. Wow. Jetzt noch ein Gegner oder vielleicht noch 2 Gegner, damit kommt man jetzt mit dem Katana locker. Ich steck hier fest, ich steck hier fest. Tyron, ich komm nicht mehr raus! Ah, jetzt.
Der Schaden von Katana ist halt nicht so hoch, aber der Knockback ist halt krass. Ich finde die Geschwindigkeit sauber. Ja, ja, Geschwindigkeit und Knockback. Also, Knockback resultiert ja aus der Geschwindigkeit. Und dadurch, dass du halt diesen krassen Knockback hast, können die dich halt so viel angreifen. Ja. Tot. Ich glaube, das war's. Kann ich Stein nehmen? Nein. Du kannst das Katana übrigens doch verbessern. Mit Gift. Ja. So, ich wollte wegen Harz nachsehen und wir haben noch eine Minute etwa. Oha. 5 Baumharz gesammelt. So, und jetzt, bevor wir jetzt die Folge beenden, mache ich noch eines. Das ist, glaube ich, hier drin, oder? Wo ist das? Da war es gerade. Einen zweiten Baumharz-Sammler an dem Baum. Oder vielleicht gehen sogar mehr. Ja, es gehen sogar mehr. Hast du denn überhaupt einen Topf? Nee, aber wir können sie ja schon mal platzieren. Und wenn wir dann einen Topf finden, können wir sie dahin tun. So, der Baum hat jetzt dann 4 Harzsammler. Sobald wir noch 3 Töpfe gefunden haben. Du gerade ernsthaft gesagt, wenn wir einen Topf finden. Können auch einfach so einen Topf holen. Oder 2 Töpfe holen. Ja. Es gibt Menschen, die wissen tatsächlich, wo Töpfe sind. Ja, und es gibt Menschen, die wissen das nicht. Sammle Töpfe. 3. Yeah. Alte Töpfe, ja? Alte Töpfe. Ja, gut. Keine neuen. Gut, ich komme gerade zum Haus. Und dann könnten wir speichern. Und die Aufnahme beenden für heute. Okay. Was ist das? Achso. Hat gerade so geleuchtet. Da war ein Hase. So, ich will noch den einen Hasen aufhängen. Haben wir eigentlich was in unseren Fallen drin? Weiß ich nicht, aber ich töte hier gerade ein Reh. Aber es will nicht sterben. Ah, jetzt. Ich hab einen Hasen in der Falle. Cool. Eigentlich wollten wir ja aufhören. Aber ich schaue jetzt auch noch mal kurz bei den Fallen nach. Wir haben jetzt 2 Hasen in der Box drin. War die Falle hier, ach die so, haben wir noch nicht hier wieder aufgebaut. Okay, die da die unten andere ist nicht fertig. Habe ich aus Versehen kaputt gemacht. Was ist hier passiert? Hast du das abgeerntet? Nein. Dann ist das anscheinend kaputt gemacht worden. Da waren nämlich mal Kräuter drin. Na gut, da kümmere ich mich das nächste Mal drum. Und hier haben wir übrigens, ich glaube, das sind Heidelbeeren. Die geben uns Wasser, also die sind auch gut. Ja, aber die verschwinden auch irgendwann. Ja, können wir ja in den sammeln. Das mache ich ja mal eben. So. Ich kann nicht mehr Heidelbeer tragen, aber da kommt ein Vogel auf meinen Arm. Und Feder, 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 Feder. 3 Federn gesammelt. Geil, wir brauchen ein zweites Vogelhaus. Mache ich hier noch hin. Wo ist das Vogelhäuschen? Da. So. Einen Baumstamm, den haben wir noch. Gut. Oh, Feder. Im Haus. Im Haus sind lauter Federn. Na gut. Karen, machen wir ja uns auf den Weg? Also, wohin? Beenden wir die Folge? Ja. So, also speichern. Schlafen. So. Nein, schlafen müssen wir nicht. Aber ich habe gespeichert. Hast du gespeichert? Ja. Gut.
Dann, Leute, sehen wir uns morgen wieder in einer neuen Aufnahme. In der letzten für den September, vermutlich. Danach kommt ein neues Spiel. Also, ciao! Ciao.